Hey Kollege, ich habe Strom gemacht. Ist das gut? Ist das gut? Ja, dir kann es ja egal sein, du hast eh Licht. So, dann würde ich mal sagen, ich verstehe nicht, was das sollte, aber gut, let's oh, untersuchen. Hä? Das? Das? Warte mal. Ja? Nein? So? So? So, zack, 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 blau, weiß, weiß. So, okay. Wir haben dreimal orange und dreimal blau. Dreimal orange, zweimal blau und ach ja, mit dreimal blau. Okay, das passt dann schon mal nicht. Ach, warte, Quatsch, 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 Quatsch. Okay, das ist orange. Man muss das jetzt quasi von der anderen Seite sehen. Also, das ist orange. Dann kommt das. Dann ist das hier oben orange. Dann haben wir blau. Ja. Nee. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen das drehen. Kann ich das drehen? So, wir haben das so. So haben wir das. So, so, nein, so. Und dann haben wir unten zweimal blau. Okay. Dann haben wir hier zweimal blau und einmal weiß. Wunderbar. Und ab dafür. Geschafft! Einen Weg rausfinden. Aber bevor wir einen Weg rausfinden, vorsichtshalber noch mal safen. Gut. Gehen jetzt die Tore auf? Geht jetzt das Tor auf? Nee. Warte mal, von wo bin ich reingekommen? Nee. Ach, von hier bin ich gekommen. So. Oh, fuck. Mein kostbares Wasser! Gut, ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Okay, wir haben nichts Besonderes, keine Sprengung, gar nichts. Ach so, wir haben das Fleisch. Warte mal. Stets zu Dienst. Jo. Okay. Gut. Ich will du hast ein Auge für Qualität. Danke. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Freue mich schon auf den Rest. So, jetzt ist er natürlich ohne Wasser. Jetzt wird er entweder erstürmt oder wir müssen nochmal fighten. Wir kommen hier nicht lang. Gut. Ist das gut? Ist das gut, hier lang zu gehen? Okay, das ist gut. So, was haben wir hier?
1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kaudu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Nykan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Oh, okay. Erweitertes Magazin für... Okay. Müssen wir doch langsam mal die Waffe nehmen, hä? Aha. Sehr gut. Sehr gut. Ist das eine gute Idee? So, okay, wir können nichts Wichtiges craften. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt irgendwie nicht kommt. Stolz sein, Mutter! Sieh her! Oh nein, keine Waffe! Kein Kopf. Warum? Ja, geil. Okay, das ist nicht gut. Lauf nicht weg! Also nur schießen, wenn er raus. Krieg ich die Minen oder was? Komm. Ich hab die Minen nicht eingesammelt. Shit. Du hast das jetzt meine Schuld. Hab ich mir aufgehoben. Jetzt hör aber auf. Ich weiß doch gar nicht, wo ich treffen soll. In den Arsch? Ja. Ach, da ist er ja wieder. Na, warte mal, hab ich die Mine jetzt gesehen oder nicht? Extra nochmal geguckt, ob ich es vorsichtshalber habe oder kann ich was craften? Ja, guck mal hier. Nein, warte. So, hier, bitteschön. Aber jetzt. Das ist halt euer IG. Ist der Schwanger? Ist das
Ich hab keine Muni mehr, alles klar. Ich kann absolut nicht zielen, das ist auch klar. Ich seh dich doch gar nicht an. Ich versuche nur gerade hier irgendwie wegzukommen, weil ich gerade mitten in einer... Kein Bock auf eine Dusche. Nee? Kein Bock auf eine... Oh. Spuckt er wieder? Er spuckt wieder. Ach, Scheiße. Fuck. Ich sterbe jetzt deswegen. Ich sterbe jetzt. Ja. Okay, schade. Naja. Wir hören jetzt der Trottel. Okay. Das erste Mal bei einem Bossgegner gestorben. Ja doch, beim Bossgegner vor allem. Ja, okay, ist halt kein Wunder, ne, wenn er da sowas macht. Alles nochmal. Okay, verständlich. Scheiße, was könnte ich denn da am besten? Ja, also nur schießen, wenn er quasi rausguckt. Na, wir versuchen es mal. Okay, let's go. Warum bist du nur so hässlich, Mann? Ich meine, gut, du sahst vorher auch nicht gerade prickelnd aus, aber jetzt sehr komplett durch. Scheiße. Ah. Alter, das. Der Verband muss aber immer gewechselt werden, ne? Ich würde schon mal vorschlagen, Verband wechseln. Oh nein, jetzt kommt es an. Na komm, spuck aus. Komm. Spuck. Ja. Bastard! Ja, du mich auch. Ich hab dich auch. Oh, guck mal hier. Nö. Echt jetzt? Jetzt spuckt er schon. Ja, okay. Ich bin aber safe, ne? Okay, alles klar. Okay, gut. Gut, ich bin safe. Das ist schon mal perfekt. Wenn man einmal weiß, wie es ungefähr funktioniert, dann kriegt man das auch relativ gut hin. Sagt man ja so schön, ne? So. So, und jetzt muss man auch. Jetzt muss man abhauen. Funktioniert das schlecht. Oh, sehr gut. Gut, 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 gut. Mitten rein in die Hölle. Wow.
aber wieder. Dickmann. Mann, du bist Dickmann. Hallo, heilen, Ethan, Ethan. Alter, wir sehen so durch aus. Wir sehen so durch. Okay, gut. Haben wir noch Heilung? Ja, heil. Ja, haben wir noch. Okay. Warum, wenn du es schon weißt? Theoretisch schon weißt. Dein Tod wird mir ihren Respekt einbringen. Das ist halt wirklich, wie schafft sie es, dass sie so, werden, wie sie gerade sind. Aber wirklich alle. Auch wenn er gerade der hässlichste von allen ist bis jetzt. Oh ne, springt er jetzt wieder? Ne, okay. Super Gas, ich nicht. Okay. Sieh mich nicht so an! Ich will dich doch gar nicht anziehen. Nein! Nein, nein, nein! Stirb halt! Junge! Auf so fett zu werden, stirb! Nein! Oder platzt einfach wie so ein Nass. Oh, guck mal, hier geht's weiter. Hä? Geht's weiter? Ach! Ich verstehe. Dankeschön. Für den Hinweis. Oh, es regnet wieder. Oh, es regnet doch nicht. Kristalliner Muria. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Naja, Ethan, du sagst es, mein Guter. Ekelpaket hoch 3. Gitti, gitti. Aber wir haben es geschafft. Wow. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Ich bin happy. Okay. Tja, dann waren es bloß noch 2. Beziehungsweise bloß noch einer, je nachdem. Da vorne ist der Ausgang. Wie man das am besten beschreiben könnte. Ist das wirklich der Ausgang? Ich glaube mir jetzt einfach so ganz gemütlich. Oh. Nee, vergiss es. Was ist hier? Aha.
Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag dich, mich, deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle das sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück, auch wenn sie schon lange tot ist. Evelyn? Aber wenn Mutter das tut, dann was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Ja, den Rest könnt ihr euch. Ne? Nein, 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 nein. Ganz viel Nein. Untersuchen. Ein weiteres Stück eines Schlüssels. Wunderbar. Kombinieren. Sehr gut. Und wir haben den sechsfachen. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Oh, jetzt hätte nur noch gefehlt, wie ich hab's gehört. Kaldo. Lebt das Ding? Ach schade, ich dachte, man kann es zerstören. Okay, cool. Und das war's jetzt hier? Ja, das war's. Moment, hier gibt's noch einen Schatz. Irgendwo gibt's ja noch einen Schatz. Alles klar. Okay, wir haben's geschafft. Oh, wir haben's wirklich. Kugellabyrinth. Aber hier fehlt doch noch. Ja, hier fehlt noch was. Wir haben noch mechanische Tür. Shit. Na gut, ich werde erstmal kurz zurückgehen, weil ich muss jetzt langsam mal Aufnahmepause machen. Deswegen erstmal wieder nach oben, 3 Stunden später. Okay, wir sollen also zum Friedhof und der will ja helfen. Das bezweifle ich zwar. Ja gut, Heisenberg ist schon, muss ehrlich sein, schon eine coole Socke. Im Vergleich zu den anderen ist er eigentlich noch. Aber wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass es sein kann, dass er dieser eine Lykan-Typ ist, der mit dem Hammer da rumgerannt ist am Anfang, dem wir da begegnet sind. Mit den anderen Lykans. Lykans? Lykan? Lykans, ja, Lykans. Hat er ja gesagt, ne? Dass die Wege immer so weit sein müssen. Also davor stehe ich jetzt. So, was haben wir jetzt eigentlich für einen Flakon bekommen? Okay, das lese ich mir dann noch durch, sobald ich beim Speicherpunkt bin. Sehr schön. So, jetzt lesen wir erstmal noch eine Runde. So, der dritte Flakon war leicht zu holen, aber jetzt hat dieses Arschloch Maria den Ausgang blockiert. Ich muss einen Weg hier rausfinden und da ist noch etwas, das mich beschäftigt. Maria meinte, Miranda wolle ihr Kind zurück und es schien nicht, als würde er Rose damit meinen. Nachmittag beim See. In einer Hütte beim See bin ich Chris und seinen Leuten begegnet. Sie scheinen was zu untersuchen. Was haben die vor? Ich hatte so viele Fragen, aber dann hat uns ein riesiges Fischmonster angegriffen, das sich später als Muria entpuppt hat. Ich muss hier raus, aber Muria meinte, der Ausgang sei unter Wasser.
Morias Hütte. Morias ist erledigt und ich bin so gut wie raus aus dem See. Dann ist eben plötzlich Heisenberg aufgetaucht, der letzte von den Vieren, nicht persönlich, nur über einen uralten Fernseher. Er sagte, der letzte Flakon sei in einer Festung. Ich lasse mich bestimmt nicht von ihm verarschen, aber im Moment habe ich auch nicht wirklich eine andere Wahl, als zu tun, was er sagt. Hoffen wir mal, dass es kein Trick ist. Ja, Ethan, wenn du denkst, dass das kein Trick ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, ja, da würde ich sagen, mache ich ab hier wieder eine Aufnahmepause. Und das war eine weitere Folge Let's Play Resident Evil The Village. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mal gerne ein Like da lassen. Und ich freue mich, dass wir so gut vorankommen. Ja, ich nehme mal an, bei den nächsten Kämpfen wird es dann nicht so einfach. Und ich werde auf jeden Fall hier noch versuchen, die restlichen Sachen da noch so ein bisschen, ne, herauszufinden, bevor wir dann, wie schon erwähnt, ach hier, guck mal, das können wir, glaube ich, dann auch schon öffnen. Da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkomme. Das weiß ich, ja, okay, gut. Ja, dazu später mehr. Und bis dahin erstmal. Tschüss.